Made of skr skr. Wir gehen rein! Oh Gott, oh Gott. This game uses a manual save feature. Do not turn off your system when you see... Okay, so schnell kann ich gar nicht lesen, aber es scheint nicht wichtig gewesen zu sein. Alex, ich glaube, ich brauche einen Controller dafür. Oh, Jesus Christus, okay. Gibt's kein Deutsch? Français, Italiano, Deutsch. Untertitel lassen wir an. Okay. Ja, das passt. Wir machen normal. Für Spieler, die sich eine herausfordernde und zugleich ausgeglichene Horrorerfahrung wünschen, empfehlenswert Schwierigkeitsgrad für die meisten Spieler. Die Gegner sind empfindlicher für Geräusche und reagieren schneller. Oh shit! Munition, no! Da steht Munition! Das heißt, ich muss schießen! Das hat mir niemand gesagt! Mir hat niemand gesagt, dass ich da schießen muss! Oh no. Die Gegner sind herausfordernd, aber nicht überwältigend. Oh Gott, ich glaube, ich sollte doch lieber... Egal, wir machen nochmal. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. Okay, hängt das bei euch auf? Bei mir laggt es nämlich gerade. In meinem OBS, aber nicht auf meinem PC. Laggt bei euch auch, oder? Weil dann muss ich was runterstellen. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Scare, it's a scare. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always. Elizabeth. Elizabeth. Made of skin! Ja, ich warte das Intro ab, ansonsten mache ich was runter. Nein, ich habe das schon gelesen. Dim on Chalong Lan Alganu. Was ist das für eine Sprache? Nur ein reines Herz vermag frei zu singen. Shit, meine Ohren. Oh mein Gott. Unterlassen. Au. Oh. Oh, scheiße. Okay. Das war ein Dance. Ich muss ein bisschen leiser machen. Made of skin. Okay, Notenblatt. Thomas Evans. Was ist das? Drehen. Ah ja. Okay. Okay, Escape zurück. Was ist das für eine dumme Steuerung? Oh Gott. Jesus Christus. Das bleibt so laut. Ja, ich habe nur für mich ein bisschen leiser gemacht. Mir sind fast die Ohren weggeflogen. Ihr bleibt gefälligst hier. Wir haben noch nicht mal angefangen, uns zu erschrecken. Okay, ich kann selber lenken. Sehr gut. Ist also nicht einfach nur Point and Click oder so. Wir schauen mal, ob es damit geht. Ansonsten machen wir Maus und machen wir Controller. Schauen wir mal. Hallo, mach die Tür wieder zu. Alter, ich habe halt schon gelesen, dass ich Munition brauche in dem Scheißspiel. Hey, was? I-Inventar. Okay. Musikmedaillon. R. Untersuchen. Drehen. Das ist ein bisschen dumm zu drehen. Was ist das? Ich habe ein Loch gefunden. Was ist das da? Okay. Okay, das ist das Notenblatt. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, ob das ein Spiel ist, wo schnell was passiert. Ich muss mal die Maus ein bisschen schneller machen. Ich hasse das, wenn die so langsam eingestellt sind, Gameplay-Einstellungen. Fadenkreuz. Oh no. Schwierigkeitsgrad, normal, Untertitel, normal. Tastatur, Mauseinstellungen. Vorwärts gehen, rückwärts gehen. Ja, das weiß ich. Wo ist Maus? Mausempfindlichkeit. Hallo? Atem anhalten. Oh, halt dein Maul. Was ist das denn? Wo ist denn die Mausempfindlichkeit? Ah, hier. Machen wir ein bisschen höher hier. Machen wir mal 23. Ah, so ist besser. Ich drehe die immer so absolut übertrieben hoch. Wahrscheinlich ist deswegen mein Aim immer ein bisschen, Grafik sieht ganz cool aus. Oh, es ist
ist laut, Alter. Skrrr Island! Mach bitte Untertitel, schwer. Nein, ich werde nicht auf schwer spielen. Wir spielen auf normal. Das muss reichen. Das muss reichen. Du kannst auch deiner Maus selbst die Geschwindigkeit... Ich weiß. Also auf ein neues. Und Chat, vielen Dank für den netten Samstagabend. Bitte schön, hau rein. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Ich bin morgen Abend übrigens wieder da. Kann ich eigentlich rennen? Warte. Ja, kann ich. Gut. Ich alter Lenkprofi. Große Wiedereröffnung des Skrr-Hotel. Sondervorstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid von Skrr, Tochter des berühmten Gesangswunders Prudence Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Skrr. Jetzt konnte ich nicht fertig lesen. Von Skrr Point. 30. Oktober 1897. Hoppala. Okay. Das ist auch wieder so ein Dreieck. Aber machen wir mal Tür zu, vielleicht passiert dann ja was. Ich merke, dass es... Gott! Ja, chill. Ich merke, dass im OBS wirklich ein bisschen runtergeht. Schau mal, ob du in den Grafikeinstellungen irgendwas machen kannst, wie Frau sind aus. Echt? Ist echt schlecht? Ja, es gibt FPS-Drops, keine Ahnung warum. Grafikeinstellungen, Frau sind aus, mach mal. Machen wir aus. Okay. Das sollte... Schau mal, mach mal Zielbild oder Wiederholrate, du brauchst nicht. Wie viel? 140. 140? Ja. Das langt. Für dich... Der Chat sieht sowieso nicht so viel, weil auf 60 FPS sowieso. Machen wir 140. 142 geht auch? Nee, oder muss genau 140 sein? Einfach so. Ist ja, okay. Sichtfeld cool. 90 Grad. Ist okay. Helligkeit passt. Sichtfeld, ja, passt alles. Warte. Gamma, was haben wir gibt's noch? Für Qualität? Texturqualität voll? Ja, machen wir da ein bisschen runter. Das ist halb. Ja. Voll oder halb? Mach mal Nachbearbeitung. Was ist das für hässliche Nachbearbeitung? Geh mal runter. Bewegungsunschärfe an, aus. Aus, mach weg. Aus, okay. Chromatische Aberrationen. Das kenn ich nicht. Leute, was ist das? Was sind chromatische Aberrationen? Das habe ich noch nie gehört, sorry. Aber ist das Irland? Toro ist skrrr bei euch? Lensflare? Bulltech, danke schön. Vielen lieben Dank. Anti-Aliasing, TAA. Ja, ist das einfach? Umgebungsverdeckung. Lass mal alles andere. Ich glaube, das sollte schon gehen. Mach mal okay. Damit. Es ändert sich gar nichts, Mann. Oder? Ich weiß nicht, hat das jetzt überhaupt übernommen? Hat er das überhaupt noch übernommen? Weiß ich nicht. Gar nicht umgestellt. Ich glaube, er hat es übernommen. Ja, er hat es übernommen. Anwenden, Enter, hast du Enter gedrückt? Ja, klar, ist ja auch hier noch auf aus. Ich bin jetzt nochmal neu reingegangen. Ist es besser, Leute? Ist es, weiß ich nicht. Ich bewege mich mal ein bisschen. Ja, mach mal. Es hängt immer noch so OBS. Leute, wie kann denn das sein, Mann? Wir machen hier... Ich check sowas einfach nicht. Vagellisch? Oh, okay. Ja. TAA ausmachen? Okay. Das ist so ein Bullshit einfach. Ich habe keine Ahnung, was TAA ist, aber wir machen es halt aus. Toro sagt ausmachen. Mach mal das. TAA, SMAA, SMAA 8-mal, SMAA 4-mal, SMAA 2-mal oder FXAA oder aus. Nee, mach FXAA. Okay, FXAA. Oder aus, mach mal aus. Mach aus, ich mach aus, okay. Wie kann denn das so schlecht gehen? Weiß ich nicht. Das hängt ja immer noch. Was ist sorry, das mit dem OBS und den... Ich habe aber auch Frame Drops, guck mal. Ja, warum hast du denn Frame Drops? Weiß ich nicht. Okay, ich habe gerade Frame Drops, ich habe gerade auch Internetprobleme. Liegt am Internet? Mach mal auf 60, die FPS auf 60 noch. Das sollte... Dann dürfte eigentlich gar nichts mehr sein, weil wir haben hier 140 Hertz Monitor. Also anstatt... Auf wie viel soll ich jetzt gehen? Mach mal genau auf 60. Anstatt 140? Ja, wo ist denn die Scheiße? War das nochmal? Irgendwo hier oben, glaube ich. Hier. 60. Ja, machen wir 60. The fuck, was brauchst du für einen NASA-PC für dieses Spiel? Nee, das hat einfach mit der Grafikkarte dann zu tun. So. Mit dem V-Sync halb? Warum halb? Ich habe V-Sync aus. Ja, mach mal nochmal. Geh mal nochmal ins Game rein. Anwenden. Hast du an... Du drückst immer Escape. Nein, ich habe Anwenden gemacht. Und? Ja, jetzt schaut es im OBS eigentlich gut aus, oder? Geht das für euch grafikmäßig auch noch in Ordnung oder ist jetzt Augenkrebs? Sieht gut aus? Okay. Grafik ist nicht schlecht. Sieht genauso scheiße aus wie vorher. Sieht genauso scheiße aus. Ich finde die Grafik gar nicht so scheiße. Warum klopft mein Herz da immer aus? Ja, unangenehm. Okay, wenn ich da zu viel renne. Ich euch wieder in Ruhe. Wenn noch was ist, dann gucken wir einfach nochmal in Optionen. Ja, das ist gut ausschaut. Okay. Ach, wir sind tatsächlich in Irland. Ja, lol. Toro, guck mal, wo genau wohnst du da jetzt? Zeig mal dem Chat. Ich werde mich mal auf dem... Ja, mach das, Lady. Mach das. Aber leise drehen. Leise. Du wohnst oben links. Also bei der Benedict Church. Cool.
da beim Skrr-Hotel. Stell Anti-Aliasing mal wieder auf SMA, seid ihr sicher? Okay, wenn ihr das sagt. Anti-Aliasing war... wo bist du denn? Hier. Was? Auf was soll ich stellen? Auf. Bulltag again. Vielen lieben Dank. Nee, sagt mir gar nichts, Snoop Dogg. So, Anti-Aliasing, auf was soll ich stellen? Auf SMAA. SMAA. Was? SMAA mal 2 mal 4 mal 8 mal 8? Ich kann 2, 4, 8. SMAA ist zu viel. Na, was denn jetzt? Höchstens 4. Okay, dann machen wir 4. Wir probieren es mal. Okay, ich hab's jetzt auf 4. Was sagt der Chat? Aber Textur voll. Was? Okay, nee, war Gameplay. Warte, Grafik. Textur. Bewegungsunschärfe, Anti-Aliasing, Umgebungsverdeckung. Texturqualität auf voll. Hier. Okay, habe ich alles so gemacht. Passt das jetzt oder hängt's bei euch? Ist so okay jetzt? Passt? Okay. Gut. Okay, springen kann man in dem Spiel nicht. Ungewohnt. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Irland auf dem Weg zum Skrr-Skrr. Zum Skrr-Hotel und zum Skrr-Point. Oh Gott, Kinder, das wird so unangenehm wahrscheinlich jetzt. Ai. Vor allem, ich muss halt leise sein, wenn da irgendein Monster triggert, weil die mich wirklich hören können. Holy shit. Ja, wenn wir gucken mal, wenn wieder eine Videosequenz kommt oder so. Wenn da wieder eine Videosequenz kommt, ob es dann bei euch wieder laggt, weil da machen wir wieder irgendwas runter. Beware of the dog, okay. Ja, ich habe keine Angst vor Hunden. Mal ruf. Hallo. Ja, okay. Ich kann nur lesen. Wieso kann ich nicht durch das Tor gehen? Okay. Oh, hier geht's auch lang. Na klar, gehen wir halt hier lang. Oh, jetzt wird's auch schon ein bisschen dunkler. Na schön. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Blair Witch. Wir erinnern uns noch an Blair Witch. So sieht das bei euch in Irland aus, Toro. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Oh, jetzt hat's gerade vergangen bei mir. Ich habe aber scheinbar auch gerade Internetprobleme, weil ich habe Frame Drops. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Keine Ahnung. Due to my newfound fame and fortune, that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work. Stream is which... okay. Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? I'm recording. What have I told you? What have I told Never you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not my sing darling. Ist das Gälisch? Ich verstehe nämlich nichts. Okay. Okay, soll ich das nachspielen? Bruder, ich kann keine Noten lesen. Okay, wir gehen mal einfach raus. Ja, ich kann keine Noten lesen. Wie soll ich das denn spielen? Was ist das denn? Muss so halbe Genie sein für dieses Spiel oder was hier? Okay, wir gehen erstmal hier runter. Vielleicht ist es auch nur ein lustiges Gadget. Ich würde ja jetzt nichts, aber noch hat ja nichts getriggert. Noch wurde hier nichts von dem Geist gesagt, wo ich leise sein muss. Außerdem wollt ihr eh nur, dass ich dieses Spiel spiele, weil ihr wisst, dass ich dann die Klappe halten muss. Das ist doch eh alles, was ihr von mir hören möchtet. Dass ich leise bin.
Hey, Wuff, easy! Kann ich da nicht drüber aufmachen? Ah. Sowas gibt's bei euch in Irland? Solche Lichtdinger? Krass. Kann sein, aber du schaffst es eh nicht. Hey, das ist aber frech. Ich versuch's wenigstens. Ich gebe mir Mühe, okay? Ich versuche es wirklich. Weil ich glaube, es wird wahrscheinlich unangenehm, wenn der mich kriegt. Wir wollen von dir hören, dass du leise bist. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ihr von mir hören möchtet, dass ich nichts sage. Sieht interessant aus. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also, was ich auf jeden Fall schon mal weiß, wir sind in Irland. Bei der Skurskur. Huch, hey. Ah, sind wir jetzt außen rum gegangen? Ja, das ist die andere Seite. Okay. Da ist das Herrenhaus. Toro, ist es dein Haus in Irland? Hallo, Lobo. Looney plus Horror Games is Love. Ja, ich bin ein bisschen angespannt gerade. Bin ich immer am Anfang, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was mich erwartet in so einem Spiel. Okay, geht nicht auf. Kann man vielleicht doch hier irgendwas machen? Nein. Ja, und der Keller ist sehr tief und schön. Cool, ich werde mir den auf jeden Fall gleich angucken, Toro. Macht man bei dir so auch die Tür auf? Okay. Toro, das nenne ich aber mal ein Haus, du. Eieieiei. Also wenn ihr in Irland alle so Häuser habt, dann komme ich aber auch. Das kannst du mir mal glauben, Toro. Dann bin ich die Nächste, die nach Irland kommt. Könnt ihr mal ein bisschen aufräumen hier, aber ansonsten sieht ganz hübsch aus. Grand Opening. Dankeschön für 10 Bits. Again. Alex, wird Zeit für eine Kratos-Massage. Was ist eine Kratos? Das ist meine Stimme, du Lump. Hab doch das Game eingesungen. Ach so. Aufgabe wurde aktualisiert. Ja, wo sehe ich meine Aufgabe? Welche Aufgabe habe ich denn? Ich bin nur einfach nur hierher gekommen. Ist ein bisschen staubig hier drin. Hey. Toro, warum hast du in deinem Haus Bilder von deinem Haus? Es hängt immer mal wieder kurz bei mir. Oh Gott. Telefon klingelt. Oh, so schön hier. Aber da, wir gehen da noch nicht rein. Da war doch auch noch eine Tür, oder? Telefon klingelt auf jeden Fall. Ah, nee, das ist gar nicht. Telefon klingelt. Warum klingelt da das Telefon? Und was ist das? Das sieht aus, als könnte ich es nehmen, aber ich kann nicht. Oh Gott. Karte? Oh Gott. Halbes Resident Evil. Revan, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich habe Angst. Ich auch ein bisschen. Ich finde die Mausbewegung ein bisschen zu schnell, oder Chat? Ich findest du, ich spiele immer so. Aber ich weiß halt jetzt nicht... Ich will nicht ans Telefon gehen. Hier spricht Thomas. Bist du das, Elizabeth? Elizabeth. Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Oh Gott. Was ist hier vorgefallen? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Dann geh ich halt wieder. Wo bist du? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Vor wem musst du dich verstecken? My father and uncle. Staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. In deinem Brief stand? Da sind doch immer so Schritte hinter mir! I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now.
Please, Thomas, listen carefully. Okay. Together we can put a stop to all of this. Okay. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. The Song of Horror. You need to find them and bring them to me. Hallo, Ilia. Wie dreh ich dich um? Hör auf! Jetzt will ich mich nicht mehr umdrehen! Ima, jetzt bleiben wir so. Ist mir egal. Wie nicht umdrehen? Das Doofe ist, dass ich mir genau das gedacht habe. Ich höre ja schon in meinen Kopfhörern die ganze Zeit das, was hinter mir ist. Oh Gott. Ich kann nicht. Okay. Das Ding ist, ich höre das halt so krass in meinen Kopfhörern. Das Spiel wird den. Ich habe jetzt dann gleich wieder. Oh Gott. Okay, da ist nichts. Okay, jetzt nochmal kurz zum Verständnis. Wo sehe ich meine Aufgaben nochmal? Wo sind nochmal meine. Sind das hier meine Aufgaben? Sind das meine Aufgaben? Dokumente, Phonographen, Erdgeschoss, Tasche. Wo stehen nochmal meine Aufgaben? Wo? Irgendjemand hat es vorher geschrieben. M. Das ist. Suche im Hotel nach Zylindern. Durchsuche das Hotel. Okay. Oh Gott. Wessen dumme Idee war das eigentlich, Made of Skirts zu spielen? Was schön hier, Toro. Toro, wer ist das? In liebevollen Andenken an Prudence Williams, nur 1852 bis 1894, die Maid von Skrr. Hello. Hello, somebody there. Was ist das? Enter lesen. Generalprobe für die große Wiedereröffnung. Große Orgel vorbereiten. Tonprobe fehlt noch. Tonprobe fehlt noch. Alles andere ist bereits erledigt worden. Okay. Oh Gott. Okay, also mein Spiel hängt immer mal wieder kurz. Ich habe aber auch immer noch Frame Drops. 6 Stück hatte ich gerade. Oh, ich denke mal, wegen dieser blöden Gelande, da umgeht jemand. Du hast sogar deine eigene Bar hier. Unschön. Also Grafik finde ich super schön. Atmosphäre finde ich bis jetzt richtig, richtig gut. Bin jetzt mal gespannt, wenn es erstmal was triggert, wie das dann aussieht. Wirklich, sieht richtig gut aus bisher. Es geht gleich so schief. Halt die Klappe, Toro! Gehen wir zuerst die Treppe hoch oder zuerst da lang? Okay, wir gehen alle. Rezeption und Toiletten. Toiletten ist immer gut. Ist so leise hier gerade, Alter. Das ist gerade echt nicht gut. Wenn das so leise wird, ist das... Flackert ein Licht, ey. Hör auf zu flackern. Okay. Wir sind jetzt hier in der Rezeption drin, wo ich gerade von außen auf die Klingel geknallt habe. Okay. Okay, die Karte vom Erdgeschoss. Oh Gott! Das ist wirklich wie Resident Evil. Ist euch meine Maus wirklich... Ich kann meine Maus auch langsamer machen. Doch, du kannst klippen. Klar, die Tante am Telefon sagt, bei jedem Geräusch gehen Onkel, Vater, Personal auf einen los. Was macht die Doni? Alle Klingeln hauen. Ich spiele immer so schnell. Ich hasse das, wenn die Maus sich so langsam bewegt und ich irgendwie mehrere Dinger brauche, um da einmal rumzudrehen. Und so kann ich mit kleinen Bewegungen einmal komplett rumgehen. Aber wenn euch das so nervt, dann mache ich es langsamer. Ja, ich weiß, aber ihr sollt ja trotzdem auch irgend... Alter, die Geräusche. Ich kann mal den Geräuschen nicht sagen, ob das bei mir im Zimmer ist oder ob das im Spiel ist. Obriss, halt die Klappe!
Chat. Oh. Mein Gott. Ich werde aber gerade so müde. Hallo, Torf Adigard. Ich werde gerade so müde. Ich weiß ja, soll ich die nicht... Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache, ne? Das werde ich wahrscheinlich erst rausfinden mit der Zeit, wenn ich zum ersten Mal in den Geist reinlaufe. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, mies! Ich lieb's. Bitte mehr Theatralik. Ich finde, ich bin schon sehr theatralisch. Okay, wir sind gerade auf dem Klo. Muss jetzt noch jemand? Hier ist die letzte Möglichkeit. Was ist das denn? Okay. Hallo, ihr Behemoth. Wunderschönen guten Morgen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkommt, aber bei den Geräuschen, ich schwöre, ich kann nicht sagen, ob die Geräusche hinter mir sind oder im Spiel. Das ist dein Gäste-WC, der Schrank. Cool. Cool, Toro. Ich glaube, ich komme doch. Ich komme nach Irland. Hallo, ja. Raus. Okay. Okay, kann ich nicht aufmachen. Ist verschlossen. Habe ich. Ja. Man kann es ja mal probieren. Ich kann meinen Geräuschen nicht sagen, ob die hinter mir sind oder ob die im Spiel sind. Das ist ganz eigenartig. Was machst du auf dem Herren-WC? Das geht dich gar nichts an. Ja, habe ich, Futz. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Aber ich glaube, ich habe es auch gar nicht geladen. Wir können es beim nächsten Stream reinmachen. Reiswolf, danke schön, dass du Death einen Sub schenkst. Ja, sieht doch ein bisschen freundlicher aus. Machen wir die Tür lieber zu. Ich bin mal gespannt, wenn wir Toros Streamingzimmer sehen. Ich schwöre, Resident Evil. Dig all hills! Is that filthy mongrel inside again? Father, she still pines is all. She misses... I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt. Abraham? Nee, nee, Abraham. Hab ich gelesen vorher. Where is that useless brother of mine? Father, please. Please, she just misses mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all. Er mag keine Hunde. Diese Geräusche! Miss Sherry, danke schön für deinen Ray. Hunde. Diese Geräusche! No, Miss Sherry, ich hab den Stream noch im Hintergrund auf und jetzt höre ich mich selber! Diese Geräusche! No, Miss Sherry, ich hab den Stream noch im Hintergrund auf und jetzt höre ich mich selber! Scheiße! Warte. Diese Geräusche! No, Miss Sherry, ich hab den Stream noch im Hintergrund auf und jetzt höre ich mich selber! Scheiße! Warte. Diese Geräusche! No, Michelle, ich hab den Hintergrund auf und jetzt höre ich mich selber! Scheiße! Warte. Diese Geräusche! No, Michelle, ich hab den Ich glaube, jetzt habe ich es aus. Ich hatte deinen Stream noch auf im Hintergrund und hatte den auf Mute noch. Und wenn du dann raidest, schaltet sich der Ton aber wieder ein. Tut mir leid. Dankeschön für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Und die Leute fanden es übrigens super toll, dein Spielen. Dankeschön. Wir spielen gerade Made of Skid und ich mache mir jetzt schon in die Hose. Wir haben gerade erst angefangen. Ihr habt also nichts verpasst. Bitteschön, gerne. Okay, 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 wir gehen weiter. Toro, was hast du für... Let me out, for heaven's sake, let me out! Who is someone there? Who's there? Who are you? Mein Name ist Thomas Evans. Henry! Henry Hughes, you Hi, must get me out. Hallo, Mike. Hurry, we must get this door open. Hi, Smite. Hallo, Kanta. Warum hat man sie eingesperrt? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please, hurry, do something. Ich werde nach einem Schlüssel suchen. Toro, warum What? Sperrst du Leute no, in deinem Haus no, ein? Don't leave me. They might return any minute. Oh, do something! I can't break it down from my side. Treten Sie zurück! Trete ich jetzt die Tür ein? Good.
Good. Try again. Murder man! Throw yourself into it! Wait. No. They're coming. Oh God, please, no! No, don't do this! Whatever you want, I... Twitch Prime Douglas. Hallo Hodor. Der hört sich groß an. Hat ein bisschen was von, wie hieß der von Resident Evil? Wie heißt der? Der Mr. X? So klingt der. Toro, bisschen Staub wischen könntest du, ne? Alter, die Geräusche. Was zur Hölle? Ah! Baff! Musikstatuette. Okay, kann ich... Nee, nix. Okay. Ich schwöre bei Gott, die Geräusche hören sich an, als wären die im Zimmer. Also die Geräusche missfallen mir halt mal echt. Was ist das denn? Okay, machen kann ich da nix. Ich möchte auch nicht in diesen Aufzug steigen. Ich möchte nicht. Kann ich damit irgendwas? Okay, ich komme hier nicht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, was das Schlimmste für mich in Spielen ist? Das Schlimmste in Horrorspielen ist für mich, wenn ich weglaufen muss vor was. Das macht mich krank. Wenn dieses Panikwegrennen anfängt, da krieg ich die Motten. Da krieg ich die Motten. Kann ich jetzt hier? Warum ist das so laut alles? Das ist ja schrecklich. Okay. Kann ich jetzt mit dem Aufzug fahren? Was hast du zurückgebucht? Andy Payne, was denn? Na, möchten wir da einsteigen? Also jetzt mal, wollen wir da einsteigen? Ja? Spinnst du, Schinanski? Wollen wir da einsteigen? Ja. Ihr wollt mich doch nur schreien sehen. Oh mein Gott. Ich habe mich ja noch nicht mal im ganzen Haus umgeguckt und bin jetzt mit dem Scheißaufzug irgendwo hingefahren, wo es noch viel unfreundlicher aussieht als sonst überall. Oh Gott. Das so klug war, ich weiß halt auch nicht, ne? Hier können wir speichern. Gott, Toro, was machst du in deiner Freizeit in deinem Haus? Toro, was tust du? Meine Damen und Herren, ihr dürft nicht vergessen... Warum? Ich habe zwei schöne Sachen für dich. Oh, danke schön. Melone für dich, bisschen was für deine Nerven. Und. Dankeschön. Radler, oder? Dankeschön. Ist doch gut, oder? Wir müssen erst eine Melone essen. Sorry, es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Erstmal ein bisschen Melone zur Beruhigung meiner Nerven. Seid ihr wenigstens auch erschrocken jetzt? Ich hoffe doch. Guck dir mal die Farbe an von dieser Melone, du. Mein Gott. Die Sounds! Wie?
Naja, dieser Babyschrei hat ausgereicht, um mich zu erschrecken. Ja, hat der Idebug. Hallo, Erdbeerfee. Wobei, du warst vorher doch schon da, oder? Irgendwie begrüße ich heute alles und jeden 4-5 Mal. Ich esse die Kerne immer mit, klar. Sag bitte nicht, du setzt dich vorher hin und pulst die Kerne aus so einer Wassermelone. Das war Alex gerade, der Schrei. Nee, ich esse die einfach mit. Hallo, Roadrunner. Und Dankeschön für deinen Sub. Nee, die Sub-Sounds geben keinen Ton von sich, Gott sei Dank. Okay, jetzt habe ich gerade Zeit. Ich weiß nicht, ob ich einfach übertreibe. Gut, die HyperX haben den guten Sound, aber hört sich das für euch auch so an mit Kopfhörern, als wäre es in eurem Raum? Das hört sich an, als wäre das in meinem Wohnzimmer. Habe ich als Kind wirklich gedacht, Andy Bane. Ich esse nur die gerne. Alter, ich glaube, das wird noch so furchtbar. Ich glaube, das wird noch so schlimm. Okay, wir speichern einmal. Ich hab die Tür übrigens. Ich hab die Tür nicht zugemacht. What? Who's there? How long have you been there, Uncle? Oh, don't stop, lass. Go on. I enjoy hearing you practice. You're nearly as fine a set of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? No. That would be you, lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said get out. Go! Come on, leave me be! Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! But what did he mean? Haben wir da einen leicht perversen Onkel in der Familie, ha? Ich hab keine Bayer-Dynamics. Ich hab bloß die Hypercloud. Sorry, Mobs. Und wenn leicht ekelhaften Onkel, kann das sein? Und ich habe die Tür nicht zugemacht. Oh Gott, diese Geräusche, bitte. Vor allem, dass ich in dem Spiel auch schießen muss, macht es halt viel schlimmer, ne? Warum immer schießen? Warum immer Gewalt? Oh no. Oh no, oh no, oh no. Nimm die Granate. Muss ich jetzt leise sein oder darf ich reden? Ich weiß es nicht. Wieso habe ich diesen roten Rand da die ganze Zeit außen rum?
Okay, für die, die es nicht wissen, dieses Spiel funktioniert wohl auch über mein Mikrofon. Das heißt, wenn ich laut bin an bestimmten Stellen, dann hört mich die Geister. Oder was auch immer da rumläuft. Und deswegen muss ich an bestimmten Stellen tatsächlich... stell dir vor, gerade eben so Geistertime und dann... Hallo, Xans, du bist so lustig tot. Wir sind nah im Streamingzimmer, ich glaube auch. Wieso habe ich Schaden bekommen? Ich stand doch da nur. Da, trink einen Schluck irgendwas. Nerventonikum. Ja, easy. Trink. Heil. Okay, ich kann also wirklich Schaden bekommen in dem Scheiß-Game. Ich muss mich heilen. Ich muss schießen irgendwann in dem Spiel. Ich glaube, dieses Spiel ist nichts für mich. Scheiße. Okay. Welche Tür? Okay, vielleicht... Oh, wir probieren... Aber ich will da nicht rein. Da ist dieses eklige Vieh. Wir gehen erstmal hier. Oh Gott, nee. Wir gehen doch erst die andere Tür. Bitte sei zu. Bitte sei zu. Okay, sie ist zu. Schade. Wie gerne wäre ich in die Tür reingegangen. Direkt in die Arme von diesem Ding. Oh Gott. Schon wieder Telefon. Liste über Tote und Verschwundene. Datum, Beschreibung, Menge. 11. Juni, Mr. und Mrs. Wainscomb, altes Paar, kinderlos, Exeter, Devon, Kleider, 2,6, Schmuck, 2,3. 13. Juli, muss ich das alles lesen? No, muss ich nicht. Noch eine Musikerin, stellt zu viele Fragen, weicht extrem aus, reist alleine, okay. Was für ein perversen Hotel sind wir hier? Muss schnell mit dem Hund raus, Gewitter kommt. Ja, mach schnell. Sind das nicht so nervend? Nee. Welche Tür zuerst? Welche Tür zuerst? Welche Tür? Es sind drei Türen. Drei Türen. Drei Türen. Scheiße. Welche Tür? Mal wieder. Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay, wir sind jetzt da, wo der Typ umgelegt wurde. Hier. Da wurde der... Wie leise jetzt? Aber das Spiel sagt mir das doch, oder? Welche Angst? Ich und Angst. Hahaha. Was ist Knirschen, Alter? Das ist ein Steinboden. Okay, Moment. Einmal ganz kurz. Here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Hier gibt es einen weiteren Mann. Kennst du ihn vielleicht? I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Ich glaube, es geht los. Oh no, oh no, oh no! Ich mute mich einfach. Oh no! Er wurde angegriffen und verschleppt. Muss ich jetzt schon leise sein? Dear God, that's horrific! I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Muss ich jetzt schon leise sein oder gilt's erst, wenn das Telefonat beendet ist? Ich weiß es nicht! Ich auch, Revan. Wir gehen zurück. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but
What happened to their faces? Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide, that they've come back. Zum Zug zurück, Chat. Hallo, Karen. Oh Gott. Hauptsache, ich bin leise und er knallt da die Holzdinger umeinander. Für die, die sich denken, warum ich so ruhig bin in den Spielen, muss ich anscheinend leise sein, weil die mich hören können über mein Mikrofon. Und er ist ja voll da. Da kommt bestimmt gleich so ein Jumpscare jetzt, wenn der das Brett und dann... Möchte ich da wirklich lang gehen? Ich bin mir vielleicht gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Alter, ja, ist ja. Was ist das für eine Steuerung? C ducken. Okay, okay. Psch. Oh Gott. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Scheint nett zu sein. Ja, ist ein ganz netter. Hast du Spaß? Ich hab richtig Spaß. Mal kurz einmal von der Melone abbeißen. Du bist schon ein Drittel der Erstark, dass du keine Clips machen kannst. Refresht mal meinen Stream, bin ich schon gebannt oder was los? Links? Okay, wir gehen links.
Wenn er jetzt was triggert, dann sind alle, die jetzt links geschrieben haben, schuld. Yeah. Holy shit. Danny, danke schön. Okay, falscher Weg. Rechts oder links? Rechts oder links? Gott. Kenan, danke schön. Hallo, Danny. Links. Rechts. Rechts. Wir gehen nicht mal rechts. Falsch. Mein Gott, Chat, was könnt ihr eigentlich? Durch die Wand. Ich befürchte, das wird jemand anderes dann gleich tun. Kenan, danke. Warum so gestresst? Ich bin überhaupt nicht gestresst. Es geht mir gut. Ich bin das blühende Leben. Mir an einer Melone verschluckt. Danke, Kenan. Alter, was sind das für Sounds? Danke, Kenan. Oh Gott, ich muss schnell Pipi machen. Ich bin sofort wieder da. Holy shit. Jetzt geht meine Kamera nicht aus. Mann! Kamera. Kamera wo? Hier. Ich bin sofort wieder da. Ich muss ganz schnell Pipi machen. So mach ich mir in die Hose, wenn ich jetzt da gleich erschrecke.
So, ich bin wieder da. Jetzt habe ich mein Trinken vergessen. Alex, kannst du mir noch einen Kong Strong bringen, bitte? Das wäre voll nett von dir. Dankeschön. So, was habe ich verpasst? Hat das Spiel nicht von alleine schon weitergespielt? Nein? Schade. Ich habe gehofft, es spielt alleine weiter jetzt. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dankeschön. Oh Gott. Nein, das ist gut, das ist gut. Kenan, Dankeschön. Ich habe keinen Sound bei meinem Subsound. Ist der jetzt auf einmal so schnell gegangen? Oh Gott. Kenan, Dankeschön. Miese Brise, sorry. Ich spiele ja hier eigentlich nur Horror-Games. Ich kenne das schon. Deswegen wurden ein paar Sounds schon mal vorsorglich entfernt bei mir. Hallo Basaka Singa. Weil sonst kriege ich wirklich einen Herzinfarkt on stream. Wirklich. Okay. Hä? Okay, wir speichern. Wir speichern. Das siehst du, Kenan? War ein bisschen laut gerade, oder? War das Dudelsack? Spielen die Iren überhaupt Dudelsack oder machen das nur die Schotten? Blödes Arschloch. Danke. Okay, da hinten ist gerade einer gegangen. Hör auf zu lachen. Ihr ergötzt euch immer in meinem Leid, ihr Schweine. Der ist da entlang. Sieht Irland gar nicht mehr so schön aus, wie als wir angekommen sind, da war es schöner. Wie lange sind wir denn bitte da im Keller gewesen, dass jetzt schon düstere, finstere Nacht ist? Shut up! Hustet der Wichser da einfach, was ist mit dir? Frage ist, wie lange kann ich die Luft anhalten? Auf zu husten. Der hört dich sonst. Stop it. Okay. Wir folgen mal dem Hund. Stör auf zu husten! Na ja, klar, lass doch ein bisschen auf den Friedhof gehen! Psst. Ein bisschen Friedhof ist doch auch schön. Wer geht nicht nachts bei so einem Setting auf dem Friedhof? Prudence Williams. Hat der den an der Leine gehabt? Alter, was ist das hier für ein...
Oh, Bruder. Oh, Bruder, no way. Oh, no way. Oh, no. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ja, Jack wird Neues. Made of Skür, Skür! Au! Ich hatte gehofft, wir können uns noch ein bisschen in diesem schönen irischen Herrenhaus umgucken, aber scheinbar irgendwie nicht. Scheinbar ist innerhalb aus... Wir kommen an in einem Herrenhaus, in einem Zug und jetzt sind wir in ein scheiß Grab gefallen, in eine Kackgruft. Einfach mal irgendwie 3 Minuten vergangen gefühlt. Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Liedes aus unserer Quelle zu lauschen. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und euch uns im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stille Gewänder nicht, um euch von den Geopferten abzuschirmen. Unsere geliebte stille Jüngerin Prudence hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Sie wird bei der nächsten Versammlung der Brüder und Schwestern salbungsvoll ihre neue Position einnehmen. In stiller Referenz Jebediah Williams. Okay. Der Jebediah. Nun hast du eine Waffe. Wie, wo habe ich eine Waffe? Habe ich das Ding jetzt in der Hand oder was? Nee, habe ich nicht. Der hat nicht gesagt Waffe. Ich hab bloß keine Waffe. Halt doch die Klappe. Das ist... Nee, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Jesus Christus. Okay, da ist eine Tür. Wir gucken erstmal noch hier rüber. Oh Gott, 1000 Gänge. Was ist das? Okay, da geht's nicht weiter. Da war oben eine Leiter. Da komme ich nicht hin. Ah ja, da geht's einfach mal gleich direkt straight in the hell. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsküste im Osten von Skirr Point auf den Grund gelaufen ist. Sie sind erstaunt, ob der Größe des Kahns, auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffes zu finden ist. HMS Providence. 10. Februar 1874. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffes in die Höhle unterhalb von Skirr Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten. Alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. 11. Februar 1874. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und einem vielleicht in... Alter. Und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich in der Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen. Was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. 15. Februar 18...
Was ist los, Doni? 15. Februar 1874. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Skill Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen... Klug. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir die Kraft dieses Gesangs weiter nutzen könnten. Mit Hilfe einer geliebten Prudence. Meiner, nicht einer. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meinem Vater vorzustellen und seinen Segen dafür zu halten. Isaac Williams. Alter Frankenstein. Ich weiß auch nicht, was wir davon haben. Sorry, irgendwie auf die Spur kommen, langsam. Aber dass der immer wieder aus dem Nichts husten muss, stört mich so ein bisschen. Wo ist die Spieluhr? Da ist die Spieluhr. Wie komme ich da rein? Ich brauche eine Spieluhr. Gib mir eine Spieluhr. Ich weiß nicht, wofür ich die Spieluhr brauche, aber ich brauche die Spieluhr. Okay, da geht's weiter. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich die Spieluhr da rausbekomme, oder? Aber wie? Ah, da ist eine Leiter. Wahrscheinlich dann von der anderen Seite. Alter, wir waren doch gerade noch in einem super schönen Herrenhaus. Bisschen staubig war es da, aber wo sind wir bitte jetzt gelandet? Halbes Until Dawn gerade. Ich auch Klima. Ständig, mache ich immer. Holy shit. Ich sag da was und die rennen gleich zu mir. Wie aufdringlich sind die denn bitte? Bisschen Abstand. Easy.
Wenn dieses blöde Arschloch nicht einfach plötzlich wieder einfach random husten würde. Das würde es halt viel leichter machen, wenn er nicht husten würde. Was hat der denn? Der muss dauernd husten, der Depp. Soll er nicht so viel rauchen? Die Segnung übergießen den Willigen, um ihn reinzuwaschen. Setze ihn ihrem Bann aus. Der Exorzismus schirme deine Stimme von ihrem Gesang ab. Die Wiedergeburt heiße den neuen Jünger in der Stille willkommen. Jebediah A. Williams. Ah ja. Okay, da kann ich nicht rein. Oder muss ich mich jetzt auch waschen? Ich will nicht waschen. Ich will mich nicht waschen. Muss ich die Glocke schlagen? Ah, guck mal, was haben wir denn da? Kann ich das auch? Was muss ich denn? Oh, ich hasse Rätsel, ehrlich. Wer hat sich denn so ein Blödsinn ausgedacht? Vielleicht war die gleichzeitig? Alter Rätselprofi am Start. So klug, ich weiß. Gott, heftig, ne? Manchmal fasse ich das selber nicht, wie klug ich bin. Muss mal kurz vapen, sorry. Warum habe ich mein... Gott, ich bin so dumm. Vielleicht sollte man, wenn man vaped, auch den Aufsatz drauf tun, ne? Also für mich als alten Vape-Profi. Wollte ich nur zeigen, wie man es nicht macht. Mal jetzt mach an. Auf der Kirchenbank war noch was. Okay, warte, dann hole ich den noch. Habe ich nicht gesehen. Nee, aber ein Heilmittel. Ansonsten, das sind nur Bücher, mit denen kann ich nichts anfangen. Kann ich nicht angucken oder lesen oder so. Aber ein Heilmittel lag da noch. War also nicht umsonst. War ein Heilmittel. Kann ich nicht angucken, die Bücher, die da waren. Hässlich. Unangenehm. Vor allem mag ich diesem Trampeltypen nicht begegnen, wenn ich mal ehrlich bin. Der halbe Wald brennt, man. Gehen wir jetzt wieder ins Haus? Ich will wieder ins Haus.
Thermi, danke schön für deinen Sub. Ich danke dir. Wohin? Oh Gott, ich hasse es, wenn ich in Spielen so viel Weg... Ich bin ja ein Freund von linearem Gameplay. Ah, hier können wir speichern. Oh. I need to tell someone. Hallo, General. Get all of this out. Get this down somewhere. Hau rein, Mixling. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in... Well, in you, Mother. He has been pushing me, tut mir leid. Pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but... He sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Okay. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich diese ganzen Spieluhren brauche. Von da komme ich, glaube ich, ne? Hier geht's weiter. Thank you.
hin, dann... Ah, ja, ist ja gut. Warte kurz. Oh Gott. Ja, chill. Thomas. Yes. Yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. Wie soll ich mich denn melden bei dir? Sie haben einen Mann gefolgt. Interessiert nicht, ich habe einen Hund gesehen. Oh. That must be Calliope. My late mother's dog. I'd so hoped Calliope. She was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. Sie haben einen Mann gefoltert, Elizabeth. My God. Ich habe mich angewassert, Melon. What are they trying to do? That poor wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Ja, chill. It is so good to hear your voice again. Fuck this shit, I'm out. Nix, wir ziehen das gemeinsam durch. Ich sitze hier genauso wie ihr. Jetzt nur juckt meine Nase auch noch. Oh Gott, ich hab doch keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Meine Nase juckt so gerade. Scheiße. Ich bin allergisch gegen diese Mützenmänner. Daphne, du bleibst jetzt hier. Ich muss ja auch. Dann müssen wir alle zusammen. Alle oder keiner. Wo muss ich überhaupt hin? Okay, hier scheint was zu sein. Des Himmels, wohin, hä? Es muss irgendwie gehen. Es muss einen Weg geben, das Lied so zu nutzen, wie ich es will. Hatte mein betrunkener, fanatischer Vater etwa recht, besteht die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu kontrollieren, darin, sie anzubeten. Ich werde sie für mich singen lassen. Sie ist nur am Leben, weil ich es erlaube, weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. Okay. Ein Schnatz! Ich habe einen Schnatz gefunden. Jesus Christus. Wer nimmt sich nur beim Heulen auf? Okay, heult immer noch. Okay, aber es hat gespeichert. Es hat auf jeden Fall gespeichert. Oh Gott. Oh Gott, Jesus Christus. Okay, wir scheinen hier gerade ein bisschen safe zu sein. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Wir machen das Spiel morgen weiter. Ich habe gespeichert. Wir sehen uns morgen Abend ja wieder. Wir sehen uns morgen Abend ja schon wieder. Und ich würde sagen, wir machen morgen weiter. No, ich will raus aus dem Game. Spiel beenden, Jesus Christ.